Ich glaube, wir fangen gleich an. Das ist der Überblick, was wir machen wollen. Ich gebe mal auf der linken Seite so ein bisschen eine Zusammenfassung. Das hat es hier in vielen anderen Vorträgen auch schon gegeben, über was macht eigentlich den Energieverbrauch unserer Anwendungen aus. Das ist bei weitem nicht vollständig. Die Energie, die Daten, Datenschutz, ist das überhaupt ein Widerspruch? Wir werden die typischen Fehler und Missverständnisse auch sehen. Dann bin ich auch Gründungsmitglied des ÜNÖG. Darüber bin ich, darin bin ich über dieses Projekt verwickelt worden. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, obwohl wir mit diesem Projekt nicht unbedingt erfolgreich waren. Das werde ich auch erklären. Ich werde auch so ein bisschen erklären, wie man mit Privacy by Design umgeht, unsere Architektur vorstellen und auch mal die Berechnungen anführen, die wir brauchen, um so eine typische, einfache Terminbuchungsapplikation, das ist ja jetzt wirklich nichts Kompliziertes, aber da machen manche schon eine Wissenschaft draus, vorzustellen. So, das hatten wir an verschiedenen Stellen auch schon gesehen in den Vorträgen. Das ist das, was den Energieverbrauch von unseren Rechenzentren ausmacht. Das ist von 2016. Qualitativ hat sich da nicht sehr viel geändert. Wir sehen, das meiste geht auf die Server und fast genauso viel geht in das Kühlen und das Provisionieren mit Energie. Ein bisschen geht auch in Storage und oben in die Netzwerke geht auch noch ein kleines bisschen, aber das ist dann nicht ausschlaggebend. Wichtig ist zu sehen, das Kühlen und der Energieverbrauch der Server sind ungefähr in derselben Größenordnung. Das kriegt man weg, aber dafür werden wir einen Preis bezahlen müssen. Dann ist auch hier eine Messung, in welchem Typ von Rechenzentren wird eigentlich Energie verbraucht. Die meiste Energie 2010 wurde in traditionellen Rechenzentren verbraucht. Das heißt, irgendjemand hat sich einen Hosting-Space gemietet, hat Server aufgestellt und dann wurden da die Berechnungen durchgeführt. Das hat sich dramatisch geändert. Die Hyperscaler, also Amazon, Google, Microsoft, Azure, haben extrem zugenommen. Das ist sogar heute noch viel schlimmer als 2018. Das ist der orange Teil. Der graue Teil und die anderen Clouds haben auch zugenommen. Das heißt, verlagern wir unsere Last immer mehr von dem traditionellen Modell, wo wir die Server selber eingereckt haben und aufgestellt haben, in irgendeine Form von Cloud, Hyperscaler Cloud oder auch eine andere Cloud. Das heißt, die werden immer wichtiger und das ist halt auch eine Sache, die für die Gesamtbetrachtung ausschlaggebend sein kann. Wenn wir uns das hier in Berlin angucken, das ist also hier um die Ecke, wenn ich die Himmelsrichtung richtig habe, so gut 7, 8, 9 Kilometer weg. Wir sehen hier unten ein Heizkraftwerk. Das ist dieser Bereich. Und direkt gegenüber ist das eines der größten Rechenzentren, wenn nicht das größte von Berlin. Das ist hier noch als E-Shelter geführt. Das gehört inzwischen Nippen Telekom und was war das andere T? Das waren Fernschreiber, Teletype und Telekom, also NTT, eine japanische Firma, die haben das gekauft. Das ist eine Riesenanlage. Hier ist das Finanzamt Spandau, hier ist die Nonnendarmallee, wer sich in Berlin auskennt. Und das alles ist Rechenzentrum. Hier sind die Dieselgeneratoren, Erdöltanks für Stromausfälle. Und was hier passiert, hier wird also gerechnet. Hier wird eine ganze Menge Abwärme generiert, aber die Abwärme schafft es nicht über die Spree, weil jeder Versuch, das an das Heizkraftwerk zu bringen, ist bisher aus ökonomischen und anderen Gründen gescheitert. Also das ist der große Widerspruch, den wir haben. Das wurde auch in einigen Vorträgen noch intensiver angesprochen. Wir erzeugen eine ganze Menge Abwärme und kriegen sie aber nicht in die Wärmeversorgung integriert. Das wäre ein eigener Vortrag für sich. Aber sonst immer, ich habe schon mehrfach jemanden von NTT getroffen hier auf dem Kongress, aber das ist definitiv ein Versäumnis, was wir regeln müssen. Gucken wir uns das genauer an, dann sehen wir, das waren diese
Google ist sehr stolz darauf, das ist die PUE, das ist das, was da definiert ist, also die totale der totale Energieverbrauch durch die Nutzlast, also das, was wir wirklich fürs Rechnen, für die Netze und den Storage brauchen, dass sie das auf 1,09, inzwischen glaube ich sogar 1,06 bekommen. Wenn wir uns das aber genauer angucken, sehen wir hier einen weiteren Widerspruch, weil ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass das Rechenzentrum, was Google in Neuenhagen errichten wollte, nicht gebaut werden konnte, weil sie da zwar Energie haben, haben sie Glasfaser, aber was sie nicht bekommen haben, ist Wasser zum Kühlen, weil Google nämlich die gute Energiebilanz dadurch bekommt, dass sie in ihren Rechenzentren halt Verdunstungskühlung machen. Das heißt, sie ersetzen die Energie durch Wasser. Das ist ein generelles Problem in der Energieversorgung. Das haben die Franzosen auch gerade mit ihren Atomkraftwerken. Man kriegt den Energieverbrauch weg, indem man mit Wasser kühlt. Wenn man nicht mit Wasser kühlen kann, kann man immer noch kühlen, man hat aber dann eine wesentlich schlechtere Energiebilanz. Was müssen wir immer im Kopf haben, wenn wir solche Zahlen sehen? Google hier sagt, sie sind 100% auf Renewable. Ja, aber nur, wenn ich nicht Wasser dazu zähle. Und Wasser ist immer wichtiger in Brandenburg, wenn man sich umguckt. Der Sommer war sehr trocken. Da ist das also wirklich schon eine knappe Ressource. Wenn man genauer hinguckt, das ist so ein Bild, was kostet eigentlich die Wasserbilanz eines Rechenzentrums? Und dann sieht man so typischerweise 15 Megawatt. Das ist ungefähr das, was wir hier in drei Gebäuden eines Krankenhauses haben. Oder 100 Äcker von Mandelbäumen. 100 Äcker sind so ein knapper Quadratkilometer, das ist also eine ganze Menge. Verglichen wird das in den USA auch immer gern mit zwei Golfplätzen. Das ist also, sind zwei 18 Löcher Golfplätze. Das heißt, das ist also vergleichbar mit wirklich wesentlicher Infrastruktur oder man kann es auch verschwenden, indem man Rasen beregnet. Also immer im Kopf haben, das ist nicht, das muss man ja immer in Relation setzen. Wenn man sich das noch weiter anguckt, jetzt sind wir hier, gehen wir so in Richtung der Anwendung, was verbraucht eigentlich eine Anwendung? Ist das extrem schwer, das zu bekommen, es sei denn, jemand muss dafür wirklich Cloud-Ressourcen bereitstellen und auch bezahlen, dann bekommt man tatsächlich eine Chance, Daten zu haben. Und das sind jetzt Machine Learning-Modelle. Das heißt, hier werden irgendwelche Daten gelernt, das geht dann los, dass das so 41 bis 140 Dollar kostet, 12 Stunden dauert, 26 Gallonen sind das, glaube ich, CO2 produziert. Das nächstgrößere Modell ist dann schon hier. Und hier haben wir schon relevante Modelle. Da kommen wir dann schon auf Preise für das Lernen eines Datensatzes von 3.700 bis 12.500 Dollar. Das geht dann weiter und so seriöse Sachen kommen dann so, die man wirklich einsetzt, kommt dann auf Kosten zum Lernen von so einer knappen Million bis 3 Millionen mit dem entsprechenden CO2-Äquivalent. Das heißt, wenn wir Machine Learning Modelle nehmen und ernsthaft betreiben, sollten wir uns immer angucken, ist das gerechtfertigt, was wir tun. Es gibt durchaus Anwendungen, wo Machine Learning berechtigt ist. Es gibt aber auch ganz viele Anwendungen, wo einem damit nur Zeug angedreht wird oder nur Werbung ausgespielt wird und ausgewählt wird. Das sollten wir also kritisch hinterfragen, ob das wirklich eine gute Anwendung von Machine Learning ist. Man sieht hier noch die Unterschiede zwischen GPUs, das sind die blauen Sachen, das sind also eigentlich Grafikkarten, und TPUs, das sind spezielle von Google entwickelte TensorFlow Processing Units, die also nur für Machine Learning optimiert sind. Das ist also Hardware, die für Machine Learning gebaut worden ist und deswegen besonders effizient ist. Kriegt man leider keine CO2-Werte für die TPUs. So, wenn man das ins normale Leben übertragen, das sind hier amerikanische Beispiele, das CO2-Äquivalent von einem Flug New York, San Francisco, sind knapp 2000 Gallonen. Ein Mensch im Durchschnitt auf diesem Planeten
verbraucht so ungefähr 11.000. Die Amerikaner pro Jahr 36.000, ein paar zerquetschte. Und die durchschnittliche CO2-Bilanz des Verbrauchs eines Autos über die gesamte Lebenszeit sind 126.000 Kalorien. Das sind also so die Richtwerte, was verbrauche ich im täglichen Leben, wenn ich nicht aufpasse. Ich bin übrigens mit dem Fahrrad hier. Mein letzter Flug war auch dienstlich, aber manchmal entkommt man dem nicht. Aber das sind so die Größenordnungen, die wir haben. Das müssen wir immer hier vergleichen mit diesen Modellen. Das hat tatsächlich jemand gemacht. Wenn man so ein typisches Modell einfach mal verwendet, kommt man nur auf 39 Gallonen. Aber was dann auch zu Buche schlägt, ist, wenn ich diese Modelle tune und noch Experimente damit mache, bin ich auf einmal in der Größenordnung des Lebenszyklus eines Autos. Nicht ganz, drei Viertel davon, aber das ist schon vergleichbar. Das heißt, ich komme mit Machine Learning problemlos dahin, dass ich ein Modell trainiere, damit rumspiele, dass ich genauso viel Benzin verbrauche oder äquivalent dazu, was das CO2 betrifft, wie ein Auto in seinem gesamten Lebenszyklus. Das so als Größenordnung im Hinterkopf. Die größten Modelle ziehen dann noch viel mehr Energie. Das heißt, es sind dann schon größere Autos oder mehrere davon. Das ist also die Größenordnung, die wir an der Stelle verbraten, wenn wir Machine Learning ansetzen und verwenden, ohne drüber nachzudenken, ob das nützlich ist. Ja? Das ist jetzt ein Training. Also das ist normalerweise, wird dann ein Modell aufgebaut. Also Machine Learning hat ja zwei Phasen. Das Trainieren und das Abspielen des Trainings. Das Abspielen des Trainings braucht normalerweise viel weniger Rechenleistung als das Trainieren. Und das heißt, das ist ein Trainingslauf, bis man da ein Ergebnis sieht, was an der Stelle zufriedenstellend ist. Das ist so schwammig, ist das tatsächlich. Also man kommt wenig brauchbare Zahlen, das ist schon das Brauchbarste, was man so ohne weiteres finden kann. Was man da auch, was inzwischen auch diskutiert wird, ist, wenn ich die Genauigkeit meiner Modelle halt etwas runterfahre, das heißt, dass ich nicht mehr 64, sondern nur noch 32 Bit Computations auf den Grafikkarten brauche, dann geht das um Faktor 4 runter. Oder wenn ich einfach sage, ich muss das jetzt nicht auf 95% optimieren, von dem Confidence-Level, sondern nur auf 90%, dann komme ich tatsächlich nur auf 10% des Verbrauchs. Das heißt, auch im Bereich von Machine Learning kann man tatsächlich Abstriche machen, die jetzt auf die Genauigkeit des Modells viel weniger Einfluss haben als auf andere, als man erwarten würde. Also man kann Faktor 10 sparen und kriegt 5% weniger Genauigkeit. Das sind eigene Vorträge, kann ich noch darauf verweisen, habe ich jetzt hier nicht eingeplant. Also das ist so einfach die Größenordnung, was wir hier bekommen. Schlimmster sinnlose Verschmutzung ist im Moment das mit Bitcoins. Das ist im Energieverbrauch zu dem Zeitpunkt gewesen, ungefähr auf dem Energieverbrauch von Norwegen. Also das ist diese Zeile hier, das ist sogar noch vor Norwegen. Die Bitcoin-Leute hauen dann aber auch gleich wieder zurück und sagen, ja, haha, unser Bitcoin-Mining kostet so viel Terawattstunden, aber euer Gaming, das ist ja viel schlimmer als unsere Bitcoins. Also das muss man auch immer sehen, die Grafikkarten, die ihr verwendet im Computer, alle zusammengerechnet, verbrauchen dann hier grob gesehen viermal so viel wie Bitcoin-Mining. Aber die Grafikkarten liefern ja noch irgendwas Sinnvolles, hoffe ich, während ich das bei Bitcoin einfach nicht sehe. Ein weiteres Problem, was wir noch nicht angesprochen haben, da war gerade ein Vortrag über, da wurden Office-Applikationen im Energieverbrauch verglichen. Das Ganze ist noch viel schlimmer in der Cloud, weil das ist das Architekturmodell einer typischen Marketinganwendung. Also das ist einfach, ich publiziere irgendwas und messe, wer sich das anguckt, da sind also jeweils hier
Instanzen von Computern in der Cloud. Da braucht man mehrere von. Ich im Business Intelligence Interface, mache hier eine Image-Analyse. Hier ist TensorFlow, also künstliche Intelligenz. Hier sind Data Warehouses, verschiedene Datenbanken, Kubernetes-Cluster und so weiter, Data Processing, um ein Bild zu verarbeiten, was dann eure Aktivität eigentlich bei Double-Click misst. Das läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Und wenn ihr euch gefragt habt, warum ist mein Internet so langsam? Nun, das ist nicht, weil das Internet langsam ist, sondern in dem Moment, wo ihr einen Werbeplatz angezeigt bekommt auf einer Webseite, könnt ihr mal gucken, was der Spiegel oder Heise oder andere renommierte Leute euch an Cookies reindrücken. In dem Moment, wo ihr euch einen Werbeplatz anguckt, wird der Werbeplatz versteigert mit euren Daten. Da kommt also User XY, hat Interesse an Gaming, ist so und so alt, hat ein Einkommen von bis. Und dann, wer bietet am meisten auf diesen Werbeplatz? Und der Werbeplatz wird dann angezeigt, das sind solche Mechanismen, die das dann machen und euch die Werbung zeigen. Und dann dauert das natürlich, dass diese Werbung euch präsentiert wird. Eure Daten sind verkauft, Werbung wird angezeigt und diese Maschine läuft im Hintergrund. Das ist also etwas, was dann auch wirklich, verbraucht auch wirklich Energie. Ich glaube, 10% der Cloud-Ressourcen gehen in sowas. Das war ein anderer Vorteil, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und steigert, soll natürlich auch den Konsum steigern. So. Das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf Privacy. Wir sind gerade hier im Bereich Machine Learning. Und da gibt es jetzt diese wunderbaren neuen OpenAI-Image-Generatoren und sowas. Das kommt also raus, wenn man irgendwie eingibt, Spock gezeichnet von Picasso, Van Gogh, Otto Dix und Botticelli. Ist wunderbar, ganz nettes Spiel. Man kann dann darüber eine Nerd-Diskussion machen. Ist das jetzt Time-Traveling oder hat irgendjemand die Federation-Data-Datenbank aus dem 23. Jahrhundert gehackt? Das sind natürlich Movie-Daten. Ne? Das ist ganz nett als Effekt, wird wahrscheinlich auch nicht so viel verbrauchen. Aber das zeigt natürlich, okay, Image-Generierung ist etwas, was wir auf dem Schirm haben. Und jetzt diese Woche ist es passiert, dass in solchen Datensätzen auch medizinische Daten aufgetaucht sind. Das heißt, das ist ja alles ganz nett mit irgendwelchen Filmfiguren. Und Spock, gezeichnet von Van Gogh, ist irgendwie lustig. Das ist nicht mehr lustig, wenn jetzt in der Medizindatenbank die Bilder von Leuten verkauft werden, die offensichtlich unten irgendwelche Chemotherapien machen und dann auch in diesen Datensätzen auftauchen. Es ist nach heutigem Stand nicht möglich, Bilddaten, die in diese Datensätze reingehen, wieder rauszuholen. Das heißt, wenn die einmal drin sind, gesehen, da wird auch wirklich Geld investiert, dann können die aus Versehen auch im Original wieder rauskommen. Das ist diese Woche passiert und berichtet worden. Das wird auf den Folien auch verlinkt sein. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass dieses Machine Learning als Paradigma ja eigentlich hat, ich will alle Daten. Ja, das ist also Google, wenn man bei Google guckt, das erste Paradigma ist, gebt mir alle Daten und dann geben wir euch künstliche Intelligenz. Was sie nicht sagen ist, das stimmt nicht für Randfälle, das stimmt nicht für Minderheiten. Wenn da soziale Daten mit verbunden sind, stimmt das nicht für alle Leute, die nicht männlich, weiß und aus den USA sind. Dann haben wir an der Stelle ein Problem. Und natürlich ist es nicht möglich, oder es ist völlig inakzeptabel, dass medizinische Daten zum Image generieren verwendet werden. Also das ist lustig irgendwie und das ist das Gegenteil davon. Also das passiert, da ist wohl eine Festplatte von irgendeinem Arzt mit in diesen Trainingsdatensatz reingegangen, der Arzt ist inzwischen verstorben und dann haben wir dieses Problem. Das war diese Woche in Potsdam. Privacy First, das ist also ein ehemaliger Geschäftsführer der Gematik und der Ion hier aus Berlin
hält uns am Dienstag einen Vortrag in der Seabase. Hat dann auf die Frage, gibt es irgendwie einen Mittelweg zwischen Sicherheit und wir wollen halt mit den Daten arbeiten, hat dann einfach gesagt auf dieser Konferenz, es gibt da keinen Mittelweg. Ja, würde ich jetzt auch so sagen, ich sehe da keinen Mittelweg. Und dann ist der Arno Elmer aufgestanden, ehemaliger Geschäftsführer der Gematik, hat da sowas gesagt, ich war ehemaliger Geschäftsführer der Gematik, ich kenne mich mit Datenschutz und Sicherheit aus und Cyber Schnick Schnack Schnuck. Und er war stolz darauf, dass er Leute rausgemobbt hat aus der Gematik, die zu viel Datenschutz wollten. Gematik wird alle unsere Patientendaten irgendwann verwalten, die Patientenakte. Frage ist, würde ich solchen Leuten meine Bilddaten anvertrauen? Es ist nicht besser geworden, es wird inzwischen berichtet, dass die ganze Sicherheitskultur der Gematik unterirdisch ist und dass sie dieses Problem immer noch haben. Es gibt ganze lange Threads auf Twitter über dieses Thema. Aber das heißt, wir haben ein Problem, sobald wir in die Nähe von medizinischen Daten kommen, dass wir höllisch aufpassen müssen, wie wir die Daten behandeln. Ne? Das ist übrigens seine neueste Firma, hat also irgendetwas für Smart Home für ältere Leute gegründet. Das hat da, glaube ich, einen Komplett-Leak gegeben, dass man also alle seine Serverdaten runterladen konnte. Der Mann ist Professor hier an der FSO, Wirtschaftsinformatiker. Wollen wir solche Leute eigentlich auf Lehrstühlen haben, die Leute ausbilden zum Thema Datenschutz und Cybersicherheit? Und ne, das ist jetzt eine rhetorische Frage. So, bevor das alles hochkam, haben wir uns Gedanken gemacht. Wir, das ist also Innovationsverband Öffentliche Gesundheit, das ist inzwischen ein Verein. Und wir haben uns explizit damit beschäftigt, wie kann man eigentlich so einen Vergabevorgang, der sicherheitsrelevant ist, wie zum Beispiel einen Impftermin, wie kann man den datenschutzfreundlich machen mit minimalem Einsatz von Daten und wie kann man das hinbekommen, dass wir wirklich nur die Daten verarbeiten, die wir für das Buchen eines Impftermins brauchen. Das ist keine schwarze Magie, aber wir stehen natürlich in Konkurrenz mit anderen Sachen. Es gibt eine starke Segmentierung. Es hat sich herausgestellt, dass das Datenschutz- und Security-Niveau der Lösungen fraglich ist. Fehlende Skalierbarkeit hat man bei Dr. Lib am Anfang in Berlin gesehen. Das sind die Probleme der Impfportale, die wir gerade haben. Sie funktionieren einigermaßen. Ich nehme mal an, im Backend gehen die auch einigermaßen vorsichtig mit den Daten um. Prüfen kann ich das nicht. Ne, wir hatten einige Partner, das ist also von denen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also InfraRAN hat das hier in Berlin implementiert, die Sprung Innovationsagentur hat da geholfen, wir hatten Hoster in allen Himmelsrichtungen in Deutschland, Finanzinformatik in München, Jonas, Sys11 hier in Berlin, KPMG hat das Juristische gemacht. Das Ganze wird übrigens gefördert von der Björn-Steiger-Stiftung, die sich um solche Sachen auch kümmern. Die haben früher die Notrufsäulen an den Autobahnen gemacht. Das heißt, das ist also einiges an Partnern, was wir da versammelt hatten. Was wir haben wollten, war eigentlich 10% mehr Impfung, einen einigermaßen dynamischen Einblick, bessere Ressourcennutzung in dem ganzen Thema. Dass man auch Push-Notifikationen bekommt, wenn irgendwie spontan ein Termin frei wird. Hatten insgesamt ein 30-Personen-Team, was das in der Freizeit gemacht hat. Und wenn wir das mit anderen Lösungen vergleichen, dann sehen wir hier, das war damals der Stand von Dr. Lib, und das ist das, was wir einfach gesehen haben, was man für eine Terminbuchung nicht braucht.
Das heißt, wir haben einfach versucht, wie können wir das so machen, dass wir das mit Security und Privacy bei Design implementieren. Was heißt das? Also alle Daten weglassen, die wir nicht für den eigentlichen Vorgang brauchen. Das ist jetzt keine Geheimwissenschaft, aber wenn ich mir den Zustand an unseren Universitäten angucke und bei den Professoren, ich habe nirgendwo irgendwo einen Studiengang gefunden, wo Privacy by Design wirklich mal vorgelebt wird und wo einfach mal Applikationen gebaut werden, die diesen Privacy by Design Anspruch erfüllen. Man sieht ganz viele AI-Lehrstühle, also künstliche Intelligenz, nichts, dass das nicht völlig frei von Anwendung ist, auch wenn das mal teuer sein kann. Aber es gibt keinen Lehrstuhl, wo das mal gemacht wird. Privacy by Design entwickeln, eine Applikation nach Kriterien, die so sind, dass wir wirklich davon ausgehen können, es werden keine Daten erfasst, die wir nicht brauchen. Ja? Das Ganze war dann natürlich komplett Open Source, hatte eine CWA-Integration, wir hatten auch Telefonsupport angeboten. Das ist im Wesentlichen das Datenmodell. Man sieht, es gibt drei Akteure in dem System. Die User, nun, die suchen sich einfach einen Timeslot. Die Provider, das sind also Ärzte, Apotheken und alle anderen, die bieten Timeslots an. Und ein Mediator, der autorisiert die Provider. Die Provider und die Mediatoren haben einen Private Key, das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass der Private Key dann auch bei den Leuten bleibt. Das wird also nicht irgendwo in einer zentralen Instanz verwaltet, sondern der Private Key ist wirklich nur lokal vorhanden. Am Backend wird mit dem Public Key überprüft, ob das Ganze wirklich autorisiert ist. Alles ist verschlüsselt, immer on Transport sowieso, also mit Transport Layer Security, TLS, aber es wird nochmal zusätzlich verschlüsselt auf dem Backend, dass also wirklich sicher ist, dass niemand in der Lage ist, diese Daten zu lesen, der nicht autorisiert ist, weil das niemand braucht. Und was ist denn ein Impftermin überhaupt? Nun, ich habe an der Stelle eine Datenbank mit einem Angebot, da steht der Ort und die Zeit drin, Postleitzahl, Abfrage der persönlichen Situation, die wird nicht gespeichert, ich habe einen Webclient. Das Ganze wird dann nur zusammengehalten von einem Token, das heißt, man braucht eigentlich nur ein Token, um zu sagen, hey, ich habe diesen Impftermin, ich möchte mich abmelden oder ummelden, und dann kann man diese Mechanik triggern. Ich muss nicht meine Telefonnummer hinterlegen, ich muss nicht meine muss keine SMS kriegen, was ja teuer ist bei diesen ganzen Sachen. Ich muss auch meine E-Mail-Adresse nicht hinterlegen. Ich bekomme ein Token, das kann ich in einem Cookie im Browser speichern und dann kann ich darauf wieder zugreifen. Ja? Ja. Das muss ich sehen können, weil dann, ich muss mir das auch speichern und zur Not aufschreiben. Das ist dann tatsächlich, es reicht tatsächlich, 5 Buchstaben zu nehmen. Damit kommt man schon dahin, dass man das auch abschreiben kann. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht ein 80 Zeichen Hexstring, den ich mir merken müsste, sondern das ist schon in einer vernünftigen Größenordnung. Warum gibt es das alles nicht? Nun, wir hatten ein Angebot. Wir hatten natürlich Hostingkosten gehabt. Dr.lib hat zum Beispiel angeboten, das alles für umsonst zu machen, im Austausch gegen die User-Daten. Also wenn ihr wissen wollt, warum Dr.lib überall verbreitet ist, das kostet nichts, aber im Austausch kriegen sie die Daten. Ja, das heißt, wir bezahlen für die Termine bei Dr.lib mit unseren Daten. Das hat Algorithm Watch dokumentiert und das ist auch bei Frag den Staat herausgefunden worden, weil Frag den Staat hat das einfach mal angefragt und geguckt, wie sind eigentlich die Verträge des Landes Berlin mit Dr.lib, und dann kam raus, ja, null können wir halt nicht unterbieten, und dann machen wir das so. Dr.lib ist eine französische Firma, ein Startup, knapp 800 Millionen wert.
Das heißt, da ist schon Wumms hinter, aber gut, das sollte man einfach alles transparent machen. Warum? Und sich der Berliner Senat nicht aus der Nase ziehen lassen. Dann haben wir mal hinterher ausgerechnet, was kostet uns eigentlich die Implementierung. Wir hatten natürlich relativ neue Sachen. Das heißt, wir haben bei InfraRun hatten wir das klassisch gehostet am Anfang. Wir hatten auch einen full-blown Cloud-Rollout geplant, also Kubernetes-Cluster, alles, was man so braucht in privaten Clouds. Das war aber alles hoffnungslos überdimensioniert. Sie haben auch eine DDoS-Protection angefragt und implementiert. Und dann haben wir mal ausgerechnet, was kostet es so größenordnungsmäßig 1 Million Leute alle 6 Monate zu impfen, was kostet uns das an Last? Wenn wir jetzt die Buchungszeiten da reinnehmen, 24 Wochen, dann kommen wir so auf ungefähr von morgens, wenn wir annehmen, das ist alles an Werktagen von 9 bis 5, kommen wir auf 7 Buchungen pro Sekunde. Und das Cloud-Device, was wir dann hätten nehmen können, natürlich ohne Hochverfügbarkeit und das ganze Geraffel, wäre ein Raspberry Pi gewesen. Das heißt, wir hätten das also auch schon auf relativ sparsamer Hardware implementieren. Das war immer unser Scherz. Ja, wir können das natürlich auf einer riesen Cloud implementieren. Kubernetes läuft auch auf dem Raspi, also das hätten wir dann auch noch irgendwie mitgemacht. Da habe ich ja überhaupt keine Hemmungen bei sowas. Aber tatsächlich hätten wir nicht das ganze Geraffel gebraucht. Ich glaube, das teuerste und auch vom Energieverbrauch anspruchsvollste wäre die DDoS-Protection gewesen, weil man da wirklich in den Netzwerken aufpassen muss, wenn man gedost wird. Ja, natürlich ist so eine Anfrage relativ leicht mit einem Denial-of-Service-Angriff anzugreifen. Das lässt sich gar nicht verhindern. So, und dann kommen wir auch fast pünktlich zum Schluss. Wir haben also dieses Problem, was wir am Anfang gesehen haben, was sowohl die Daten der Energie als auch unseren Datenschutz betrifft, im Prinzip auch bei Security by Design miterledigt. Es funktioniert, man kann es implementieren. Wir müssen es jetzt den Akademikern erklären, den Professoren, was jetzt auch vielleicht eine interessante Aufgabe ist. Ich mache immer so Witze, so beim TCPI-Stack, der Layer minus 1 ist die Energieversorgung, minus 2 ist die Kühlung, minus 3 ist das Gebäude und oben drüber sind wir bei Academia wahrscheinlich auf dem Layer 14 oder 17. Das heißt, wir müssen irgendwie es auch reinbekommen in die Lehrinhalte, in die Köpfe, dass wir Security by Design zum Lehrstoff machen an Universitäten. Es kann nicht sein, dass man da diese full-blown von Google und anderen getriebenen Machine-Learning-Modelle als Standard nimmt und dann einfach Security by Design. Das macht man so in einem, ja, für uns war es mehr oder weniger ein Hobbyprojekt, weil wir uns irgendwie beschäftigen wollten in den Zeiten der Pandemie, dass man das so nebenbei macht. Ja, man kann es machen. Man kann moderne Techniken einsetzen. Da sind die Links. Also der INÖK, inzwischen ein eingetragener Verein mit Kontaktadresse. Das ganze Projekt ist auf GitHub unter /impfen. Und da kann man auch die Prinzipien nachsehen. Das meiste ist in Go programmiert gewesen. Das heißt, auch eine relativ effiziente Programmiersprache. Die Container, die wir da gebaut haben, hatten hinterher einen kompletten Webserver drin und abgespeckt und gehärtet und gesichert. In der Gegend zwischen 10 und vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, 20 Megabyte. Also für die Jüngeren Megabyte, das war die Einheit vor Gigabyte. Das ist also wirklich keine besonders große Applikation. Und der Schluss, den wir auch daraus ziehen, ist, wir können also im Prinzip eine ganze Menge, wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, 80% oder 90% an Energie sparen, wenn wir auf allen Schichten, also von der Hardware bis zur Software, bis zur Datensparsamkeit, alles so implementieren, dass wir damit rauskommen, dass wir wirklich nur das Nötigste machen in der Applikation. Aber das muss trainiert werden, das muss man lernen. Es ist nicht unendlich schwer, das ist also kein Hexenwerk, aber es funktioniert.
So, das war's. Vielen Dank und wenn noch Fragen sind, gerne. Ja, danke schön auf jeden Fall für den unterhaltsamen und informativen Vortrag. Und ein bisschen Zeit für Fragen haben wir auf jeden Fall noch. Ja, dann. Was wären Empfehlungen für Ressourcen, wo man Privacy und Security by Design lernen kann, wenn das nirgends angeboten wird? Das haben wir uns selber beigebracht. Ich selber habe Programmieren gelernt in C auf einem Atari mit einem Megabyte und davon war die Hälfte für die RAM-Disk. Also ich weiß noch, wie das geht. Es gibt viel Unterstützung, wenn man, sagen wir mal, maschinennahe Programmiersprachen nimmt. Go ist vielleicht besser als C, C++, aber das ist auch, es ist nicht unbedingt eine der schönsten Sprachen, aber wir werden hier nicht für Schönheit bezahlt. Wenn wir Ressourcen sparen können, dann muss man sich vielleicht auch mal von dem Paradigma, ich möchte die schönste Programmiersprache der Welt haben, verabschieden. Man kann sich das Impfprojekt angucken und das im Prinzip durchdeklinieren, wahrscheinlich auch für eine ganze Reihe von anderen Problemen. Ja. Meine Frage ist, und ich wundere mich echt, also ich habe schon für verschiedene datenintensive Unternehmen gearbeitet und ich frage mich aber trotzdem, warum die sowas nicht mehr nutzen. Also warum hat sich sowas in der Wirtschaft nicht weiter verbreitet? Ich weiß, die nutzen die Daten und werten die gerne aus, aber die können sich ja auch schlanker und effizienter machen. Und wenn man bedenkt, dass auch so Verträge wie AWS ja dynamisch sind, also wenn ich mehr Datenverarbeitung habe, muss ich auch mehr an AWS zahlen, frage ich mich, warum ist das nicht beliebter? Also ich meine, da hat doch die Wirtschaft auch Interesse dran. Also da, wenn wir das bei Google hosten würden, würde Google da so gut wie nichts dran verdienen. Das Problem ist, wenn ich ein Datenmodell oder ein Programmiermodell vorgeschlagen bekomme von einem Cloud-Anbieter, dann hat er kein Interesse daran, kein wirtschaftliches Interesse, dass es datensparsam ist. Aber das Unternehmen, das den Cloud-Anbieter einsetzt, hat ja ein Interesse daran, datensparsam genau. Und weniger vom Cloud-Anbieter ja, abhängig zu sein. Genau, das ist also die Aufgabe, wenn ihr also jetzt guckt, ihr müsst eine Applikation implementieren, brauche ich diese Daten alle? Die Antwort kann auch mal ja sein. Ja? Also medizinische Daten, Bildauswertung von irgendwelchen Zellen ist ein Beispiel. Da kann es gut sein, dass man das braucht. Aber wenn ich jetzt hier so simple Sachen mache wie eine Terminbuchung, brauche ich da wirklich alle Daten? Muss ich wirklich, also Dr. Lipp fragt das Geschlecht des Nutzers ab, was hier in dem ganzen Impfprozess überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also die Nutzerinnen sind da auch, wofür braucht er mein Geschlecht? Ist die Frage. Er braucht es nicht natürlich, wenn die eigentliche Aufgabe der Dr. Lipp-Applikation ist, nicht mehr einen Impftermin zu vermitteln. Das ist ein Seiteneffekt. Die eigentliche Aufgabe ist, an viele Daten zu kommen. Und das muss uns immer klar sein. Das wird einem auch erst klar, wenn man mit diesen Daten, also mit diesen Problemen arbeitet. Weil natürlich ist man am Anfang froh, ich kriege ja noch einen Impftermin und ich muss ja nicht durch die ganze Stadt, sondern ne, weil man ist ja einfach unter dem Druck, dass man das nutzen muss. Und das wird einem auch in diesem Kontext ziemlich klar, was da für ein Druck auch aufgebaut, politisch, finanziell, den man auch einfach erstmal dekonstruieren muss, dass man einfach sagen muss, brauche ich das wirklich? Ja, ich sehe das halt genauso. Ich meine, ich sehe da auch einfach ein riesiges Einsparpotenzial an Ressourcen, wenn sich auch, sag mal, von den Seiten die Leute, die es einsetzen, mehr Gedanken darüber machen, wofür sie es wirklich brauchen. Ja, also das mit 80-90%, es können auch 99% sein von den Ressourcen. Ne? Also das ist ein Thema, wo man sich einfach mal darüber klar werden muss. Wir haben hier ganz viel Potenzial und wir haben nicht viel Abstriche an der Bequemlichkeit und auch noch einen Riesenzugewinn an Datenschutz. Die? Danke erstmal, dass du diese große Klammer aufgemacht hast und dann konkret auf dieses Projekt kommst. Mich würde noch interessieren, jetzt habt ihr das ja fertig gehabt von der Software. Ein Raspberry Pi hätte sich ja auch bestimmt irgendwo gefunden. Warum konntet ihr das nicht, auch ohne dass die Stadt Berlin das finanziert? Also
Es sind sehr viele Sachen zusammengekommen. Zum einen ist bei den Gesundheitsämtern dann auch, nachdem eigentlich viel zu viel Impfstoff da war, nachdem also auch keine Werbung gemacht wurde für Impfkampagnen und die Impfgegner also auch immer einflussreicher wurden in den, selbst in den demokratischen Parteien, ist das nicht mehr mit Druck weiterverfolgt worden. Ja, also wenn du im Prinzip hier so viele Impftermine haben kannst, wie du willst, und das wirklich jetzt kein Problem ist, dann haben die Gesundheitsämter auch den Druck nicht. Und scheinbar sind vielen auch diese Datengeschichten komplett egal. Auch im öffentlichen Sektor haben wir also wirklich auch kein Bewusstsein für Datenschutz und Privacy. Und also nicht überall. Funktioniert diese Lösung sozusagen heutzutage auch mit dem Leitsystem? Also mit den, kannst du nachbauen, am einfachsten auf Minikube. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich. Kannst du auch für andere Sachen machen. Könnte man zum Beispiel auch für Bürgerämter in Berlin machen oder wo man hier sonst keinen Termin kriegt, mit vernünftigem Aufwand. Der Hintergedanke war eigentlich soweit, eigentlich, wenn wir das konsequent durchführen würden, wäre das auch eine Umkehr. Nicht ich muss irgendwo hinklicken, um einen Termin zu kriegen, sondern eigentlich könnte man das mit den Push-Benachrichtigungen sogar so weit machen, der Termin kommt zu mir. Das heißt, die Leute mit Kindern kennen das so irgendwie, Pflicht oder die wichtigsten Impfungen. Warum kann mich das Gesundheitsamt nicht an Termine erinnern? Oder diese Lösung könnte mich erinnern. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt aus dem medizinischen Kontext rausgehe, warum kann das Bürgeramt mir nicht eine Terminerinnerung schicken, wenn mein Personalausweis abläuft, dass ich dann irgendwie überrascht bin, ich muss mich kümmern und dann 6 Wochen vorher, also das sind so diese Albträume, die man eigentlich alle loswerden könnte. Ja, also es geht ganz viel, weil im Prinzip jede Terminbuchungsanwendung lässt sich relativ leicht auf sowas abbilden. Wenn ich jetzt hier nicht ohne Ende Daten brauche, um die überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ob ich teilnehmen darf oder nicht. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Oder ansonsten gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, Thomas auch so nochmal anzusprechen. Dann nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag und auch für das Projekt selbst natürlich. Und, gerne.